Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 24. Juni 2020 und zwar mit dem Schlüssel zum Herzen. Wie du siehst, ich habe hier die Herzschlösschen auch heute hier für dich mitgebracht und noch die Karten hier von Nadine Breitenstein, The Secret Keycards, und damit mache ich für dich die Legung. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale dich begibst, und während ich dann die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung? Sende mir deine Gedanken zu. Was ist für dich wichtig zu wissen? Sende mir deine Gedanken zu. Das weißt du, das mache ich intuitiv, bis die Karten rausspringen. Ja, die Karten, die raus wollen. Ja, das sind ja wichtige Hinweise und Botschaften für dich. Und auch eine Karte ist weggesprungen. Ja, es kommt die Schaukel, also dieses On-Off, gute Zeiten, schlechte Zeiten, also einen Kreislauf durchbrechen, den Absprung schaffen. Das teilt ihr, und ich forme jetzt hier aus diesen Karten einen Herz. Und ich hole für dich die Karte, die jetzt gefallen ist. Das ist heute mir das zweite Mal schon passiert. Und jetzt zähle ich auch die Karten, wie viele hier auch gesprungen sind. Und also auf jeden Fall forme ich hier für dich das Herz daraus. Da ich wirklich keine Legeschablone habe, sondern ganz intuitiv. Wie viele Karten auch, die Legung ist dann auch unterschiedlich lang. Es kann sein, dass es mal länger oder kürzer ist, also je nachdem. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Also 13 Karten, natürlich mische ich die Karten so und entscheide intuitiv. Also schön, dass du da bist. Also da kommt hier auf der linke Seite die weibliche Seite. Also wenn du jetzt auch als Frau zuschaust, kommst du auf die linke Seite. Ja? Ich forme ein Herz. Und wollen wir schauen, was ist die Lösung, was ist der Schlüssel zum Herzen. So, das sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, und hier nehmen wir noch eine Karte, 13, so, ich hoffe, das sieht schon ein bisschen nach Herz aus, also ich versuche ein Herz daraus zu formen für dich, so, und natürlich auch für deinen Herzensmenschen.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Das ist die 13. Genau. So, ich hoffe, du bist bereit und wir können anfangen. Das sieht auch so ein bisschen nach Herz aus. Ich zeige es dir. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Also es geht um die Bedeutung, es geht um die Symbolik. Also wie du siehst, hier auch das selbstgebastelte Herz und hier dieses Herzschlösschen hier auch mit dem Schlüssel. Also das ist vielleicht bei dir oder bei euch so ein On-Off. Beziehung, also gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also es geht wirklich darum, einen Kreislauf hier auch wirklich zu durchbrechen und auch wirklich den Absprung zu schaffen, dass man sagt, okay, man schafft den Absprung, dass man da auch wirklich in der nächste Ebene auch hineingeht. Wir beginnen mit deiner Seite. Warum geht es jetzt hier auch bei deiner Seite? Also es geht um den Resonanzprinzip. Also du hast bestimmte Spiegelungen, Schwingungen und du erntest das, was du vielleicht auch gesät hast. Also wenn du jetzt Liebe gesät hast, wirst du auch Liebe ernten. Wenn du verständnisvoll warst, wenn du immer wieder also auf jeden Fall auf dein Gegenüber zugegangen bist, dann wird das jetzt sein nächster Schritt sein, dass er auf dich genauso zukommt, weil alles kommt im Universum wieder. Also es kommt alles in Ordnung, es bekommt alles seine Struktur und also wirklich Loyalität auch und auch logisch. Es ist ja logisch, wenn du jetzt zum Beispiel ja etwas aussendest oder so, dass es genauso zu dir zurückkommt. Ihr kennt ja das auch, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und wenn du wirklich nur positiv warst, wird das auch für dich positiv in dein Leben kommen. Es geht auch darum, ja, dass sich wiederholende Vorgänge immer wieder stattgefunden haben. Vielleicht durch diese On-Off-Geschichte, dass da auch immer wieder dieselbe Sachen auch hier stattgefunden haben. Und es geht auch wirklich darum, dass du immer mehr erkennst, dass du mit den Macht der Worte, also bestimmte Ergebnisse auch fokussieren kannst. Also, wenn du jetzt sagst, es ist alles so toll und auch und er wird auf mich zukommen und ich weiß das einfach und fokussierst dich auf dieses Ergebnis, dann wirst du das umso mehr noch in dein Leben ziehen. Und die Karte sagt auch, die Architekt, also es wird etwas verwirklicht und von dir wird auch ganz viel Willensstärke und Risikofreude und auch Unternehmungsgeist auch erfordert. Also das heißt, dass du wirklich an dir arbeitest, dass du sagst, so, also ich möchte jetzt, also willensstark, also weiter dranbleiben, ich möchte mutig sein, ich möchte mich trauen, ich möchte diese Risikofreude haben und ja, also in dieser Beziehung. Ich habe auch das Gefühl, dass du immer noch dieses Grammophon hast, also der Grammophon steht für Erinnerungen. Erinnerungen für früher, dass auch eine gewisse Nostalgie da war und es kehrt auch jemand noch zu dir zurück aus deiner Vergangenheit oder halt werden auch alte Projekte mit diesem Menschen auch nochmal aufgegriffen. Warum ist das so? Das kann ich dir sagen. Wir haben noch den Venus, glaube ich, noch rück. Ich meine bis Ende des Monats, so in etwa. Ich bin keine Astrologin, nagelt mich bitte nicht fest, aber also da ist, wenn was noch nicht geklärt ist, kommt das wieder zum Vorschein, wird dir wieder präsent, wird dir nochmal in dein Bewusstsein geholt. Also vielleicht auch durch Träume. Vielleicht hast du auch gestern schon geträumt. Gestern hatten wir die Johannisnacht und also es kann sein, dass das hier schon bei dir auch wirklich präsent ist, dass derjenige sich auch gezeigt hat. Du bist momentan in einer Phase, dass du dich, also wirklich, entweder hast du sehr starke Vorahnungen, du hast so einen Geistesblitz-Vorahnung oder wie gesagt durch Träume oder du ziehst dir auch immer wieder Karten oder lässt du dir die Karten legen. Du öffnest dich hier für die Spiritualität, wie das jetzt auch hier weitergeht und du beobachtest das Ganze. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich eine Beobachtung da, also Kontrolle und Distanz. Also, dass du auch nochmal genau hinsiehst und alles nochmal genau beobachtest. Du möchtest halt auch diese Details auch sehen.
hier mit deinem Seelenpartner, wie das auch weitergeht. Ihr seid Zwillingsflammen und das liebe ich ja wirklich an diesen Live-Legungen, dass ich das auch vor Ort mische, weil kein Mensch braucht das jetzt hier ausgelegte Karten. Was heißt, kein Mensch braucht das? Ja gut, es gibt ja verschiedene Art und Weise, wie man das macht. Manchmal mache ich das sogar selber. Aber so kannst du das wirklich sehen, wie die Karten auch kommen und was sie dir auch sagen wollen. Also die Zwillingsflammen stehen immer für die feste Partnerschaft, dass es auch wirklich so eine freundschaftliche Liebe, dass man auch wirklich auf selbe Wellenlänge ist. Gleich und gleich gesellt sich gern und auch, dass dein Gegenüber ein Stück weit auch dein Weggefährte ist oder sein wird. Und es geht auch darum, dass du in deine Klarheit, in deine Unabhängigkeit auch hineingehst, weil das fasziniert auch dein Gegenüber, wenn du umso selbstbewusster, umso unabhängiger du bist, umso klarer du bist, umso distanzierter vielleicht bist du, umso mehr faszinierst du ihn. Ja, mach dich rar und werd zum Star, ja, so ein bisschen, ja, Bauch ein und Brust raus, Bauch ein und Brust raus, ja. So, es geht aber auch darum, dass du auch an dir auch wirklich merkst, dass du nicht alles mit Gewalt zwingen kannst, dass du auch trotz all dem nicht rücksichtslos bist und nicht auch wirklich aus purem Egoismus jetzt hier über Leichen gehst. Also das heißt, wenn dein Gegenüber noch ein paar Erfahrungen machen muss oder machen soll oder warum auch immer, dann lass ihn doch diese Zeit, also versuch jetzt nicht, also übers Biegen und Brechen alles, also wirklich erzwingen zu lassen. Es kommt sowieso der Wunderlampe, die Wunderlampe steht generell für die Wunscherfüllung, wie du siehst, und ja, die Musik. Also es geht hier um die Wunscherfüllung, Wünsche manifestieren, mit einem Wunder rechnen. Also du kannst jetzt hier schon mit einem Wunder rechnen bei deinem Gegenüber. Es hat sich schon energetisch viel getan. Ich habe euch immer gesagt, die erste Jahreshälfte, das Jahr fängt so ein bisschen, ja, so langsam an. Und so ist es dann auch gekommen. Und bis im März dann auch natürlich mit dem Corona, der Corona hat ja auch einen ganz großen Bewusstseinserweiterung auch bei den Menschen generell bewirkt. Nicht nur ums Leben, sondern auch, was ist mir wichtig im Leben, worauf kommt es im Leben an. Und ich denke auch dein Gegenüber und du habt ihr das genauso auch so empfunden. Es geht um die Energy Domes, also das heißt, dass man halt die Energie bündeln kann, dass man auch Wünsche manifestieren kann. Man kann sich hier von Verstrickungen lösen mit der Macht der Worte. Natürlich, wenn du ja, dich fokussierst auf Bestimmtes, ja, dann kannst du auch Wünsche manifestieren. Ja? Und es geht auch ein Stück weit darum, die Umarmung. Also du wünschst dir diese Liebeserklärung, du wünschst dir diese seelische Nähe, diese tiefe Emotionen, du wünschst wirklich eine Versöhnung, ein Friedensangebot mit deinem Gegenüber. Das wünschst du dir so sehr. Ja? So, wir schauen jetzt mal seine Seite an. Also ich hoffe, das sieht man doch so herzmäßig. Also seine Seite ist, also er muss mal so ein bisschen Pause machen, vielleicht auch sich entspannen, vielleicht macht er jetzt auch Wellness, lässt er einfach seine Seele baumeln, also genießt er auch hier die Wärme, ja, und es geht auch hier ein Stück weit um den Schutzpanzer, das heißt auch diese Verschlossenheit, was er also immer wieder noch auf den Tag gelegt hat, also Angst vor diesen Verletzungen und alte Probleme und verhärtete Fronten, also was auch immer wieder zwischen euch dann auch war, dass da noch schon noch da ist, also sein Schutzpanzer schon noch präsent ist,
Und erkennt immer mehr, dass ihr zwei Seelen in eine Einheit, ja, also dass diese Bedingung, dass ihr Dualseelen seid, dass diese bedingungslose Liebe einfach da ist und Gegensätze ziehen sich an, On-Off-Beziehung, auch dieses Schaukel-On-Off-Beziehung, also dass er auch gar nicht ohne dich kann. Das ist so diese Liebe, nicht mit und nicht ohne, so ungefähr, ja, weil ihr noch mit euren Themen noch eventuell nicht fertig seid. So, er hat also schon ein gebrochenes Herz, also ich habe das Gefühl, dass er auch hier Liebeskummer noch hat und dass da auch noch eine Trennung da ist und dass er auch Angst hat von Verlust und auch von Herzlosigkeit. Vielleicht spielt in seinem Leben eine Trennung eine ganz signifikante Rolle, vielleicht hat er sich schon mal getrennt und hatte das auch so empfunden, also dieses Verlust, also diese Herzlosigkeit, er hat richtig Angst vor diesem Liebeskummer oder auch du hast dich von ihm zurückgezogen und deswegen empfindet er das so. Allerdings, er kommt immer mehr also in dieses Bewusstsein, dass er die Schöpferhand hat, dass er die Chancen hat, also großes Glück und Neubeginn und Wachstum und diese Geschenke des Universums und für diese gute Entwicklung auch, dass er die Chancen hat, dies zu manifestieren mit der Schöpferhand, dass er sagt, so das und das und das klar und deutlich will ich haben. Na? Wie geht es denn jetzt hier weiter? Also auf jeden Fall, der befreit sich jetzt und bekommt eine Portion Mut und kann dann auch hier Ketten sprengen und auch selbstbestimmt in dieses Loslassenergie hineingehen. Also er kann hier ganz viel durch seine innere Freiheit und mit seinem Mut, also ganz viel auch bewirken. Ach, habe ich hier irgendwie noch Kaffee? Ich hatte doch gerade meine Mokka-Legung gemacht. Ja, schon mal, was er manifestieren möchte, dass ihr ein Liebespaar werdet. Also große Liebe, Verbindlichkeit, Ehe und Herzentscheidung. Er möchte aus dem Herzen heraus entscheiden. Ja, in deine Richtung. So, und wie geht es weiter? Also die Witwe, also ich glaube, dass du auch ein Stück weit von ihm Abschied genommen hast. Du hast ihn losgelassen. Und er kommt in dieses Trauer hinein. Er hat diese Verlustängste und er ist auch enttäuscht. Vielleicht lässt du ihm auch, vielleicht hast du ihm auch gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, ich kann das sowieso nicht mit der Axt erzwingen, ich kann es sowieso nicht mit, mit Gewalt erzwingen. Ich lasse dich jetzt. Und du manifestierst anders hier, ja, und du bist hier in diese Unabhängigkeit gegangen und du schaust langfristig, hast du zwar hier, aber du glaubst auch daran, dass hier der Echo, hier was du ausgesandt hast, kommt auch wieder zu dir zurück und in Form hier, wie gesagt, von einer Wunderlampe und von Umarmung und er spürt dieses Loslassenergie und der ist auch ein Stück weit auch enttäuscht, ja. Ja, der hat generell, hat er dieser Mensch, also ein sehr mangelndes Selbstvertrauen und er kann also sehr schwer über seinen Schatten springen. Er hat auch Herzklopfen und er schiebt es immer auf und sagt, oh ja, machen wir mal, oh ja, jetzt nicht das nächste Mal, so ungefähr. Allerdings, er bekommt wirklich den Engel der inneren Einkehr und das sagt ihm, er soll jetzt hier wirklich seine Gedanken komplett neu ordnen, seinen Blickwinkel ändern und neu sortieren. Vielleicht nutzt er auch dazu so seinen Urlaub, dass er sagt so, ich nutze meinen Urlaub dafür, ja. So, dann kommt, also der ist schon ein sehr geschickter Mann, sehr ein tüchtiger Mann, der ist auch verlässlich, der kann also wirklich so sein Leben, also ganz viel auch bewirken, also wie du siehst hier, auch ein Multitasking, Multitalent und der ist auch verlässlich soweit, finde ich großartig und ja, er bekommt das Wunscherfüllungsei. Was bedeutet das? Dass so seine Gedanken und Symbolkraft, auch Vertrauen ins Universum, dass hier auch dieses Wunscherfüllungsenergie einfach so in sein Leben kommt, dadurch, ja, dass er so tüchtig ist, ja.
dass er das auch manifestieren kann. Er weiß, dass, wie das sich anfühlt. Hier, wie gesagt, dieser Herzschmerz, aber er hat erkannt, er kann hier erschaffen. Und schau mal hier, der Umzug. Er zieht um. Er packt seine 7 Sachen, also Koffer packen und alles hinter sich lassen. Und er beginnt jetzt komplett etwas Neues. Neues soziales Umfeld und sogar noch mit Wohnortwechsel. Wir fragen nochmal, also mit dem Sprich mit mir Kommunikation mit dem Wunschpartner von Nadine Breitenstein. So, wir fragen mal um eine Karte. Und sogar die springen mir gegen die Kristallschale. Das ist ja unglaublich. Dann fragen wir, wie geht es weiter mit dem Wunschpartner? Also ist nochmal eine Frage. Wie geht es denn überhaupt weiter? So, ja, das waren jetzt die. So, es sind aber auch mehrere, 3 Stück gekommen. Erst habe ich überlegt, soll ich nicht. Und da sah ich, dass hier eine Wunscherfüllung da war. Und das passt hier auch wirklich zu diesem Ei. Und ich denke, das kommt nicht von ungefähr. Und jetzt noch eine, auch von Nadine Breitenstein. Das sind die Originale. Sprich mit mir, was blockiert meinen Wunschpartner? Also ich finde die Karten toll. Also wie gesagt, wenn, ich habe mal mitbekommen, dass das jetzt irgendwie in eine andere Sprache jemand das genommen hätte. Es wäre vielleicht auch toll, wenn es die in andere Sprache geben würde, wenn man da auch wirklich das in andere Sprache kaufen könnte. Na, also es sind ja, ich habe, würde ich toll finden, ja. So, also die Herzchakra, das überforderte Herz, ne? Also wie du siehst, also das ist ja schon, also sehr, sehr, sehr schön. Ne? Also das heißt, dass er schon ein positives Gefühl mit dir hat und dadurch ist sein Herzchen also richtig am Schlagen und ist ein bisschen überfordert. Aber du kannst ihn auch unterstützen diesbezüglich. So, ich deute jetzt mal die Karten. Also, wie geht es weiter mit dem, sprich mit mir, wie geht es weiter mit dem Wunschpartner, also von Nadine Breitenstein. Ich habe das euch nicht verlinkt, aber wenn ihr das eingibt, ich glaube, das findet ihr auch ihren Shop, ja, im Internet. Also, ich muss gestehen, dass mein Beruf derzeit das wichtigste Thema für mich ist. Deshalb habe ich auch nie Zeit, melde mich nicht oder sage Verabredungen kurzfristig ab. Meine Arbeit ist mein Anker und füllt mich komplett aus. Bitte gehe nicht davon aus, dass sich das jemals ändern wird. Du kommst immer erst an der zweiten Stelle. Sorry. Also eher geht mehr in die Arbeit hinein, ja. So, und also wie geht es weiter? Also das war sprich mit mir, Kommunikation mit dem Wunschpartner, wie geht es weiter? Also es geht hier weiter, dass er sagt, deine Aufgabe ist es, mit dem Wunschpartner so schnell wie möglich eine Aussprache zu suchen. Also du sollst eine Aussprache suchen, womöglich habt ihr euch gestritten, es gab Missverständnisse oder es wurden Dinge gesagt, die einen jetzt leid tun. Eventuell bist du selbst noch vergeben und dein Herzensmann kann dir deine Entscheidungslosigkeit nicht verzeihen oder andersherum nervt es dich, dass er wiederum keine Farbe bekennt und nicht klar sagt, was Sache ist, sprecht euch aus. Und da kommt nochmal, dass er ein Kopfmensch ist, ja. Dein Wunschpartner hat keinen Zugang zu seinem Herzebene.
Er ist der totale Kopfmensch und verdrängt alles, was mit Gefühlen, Ängsten und Emotionen zu tun hat und somit auch die Gedanken an dich. Er will nicht ins Grübeln geraten, sich nicht erklären, sich nicht rechtfertigen und keine Fragen beantworten. Lass ihn erstmal in Ruhe. Melde dich nicht und gib ihm Gelegenheit, dich zu vermissen und zu erkennen, was er an dir hat. Aktiviere dein Selbstbewusstsein. Und die Wunscherfüllung. Dein Wunschpartner ist der Mann, mit dem du eine Familie gründen wirst. Er ist ein Jackpot, der Glücksgriff, den du dir schon so lange vom Universum gewünscht hast. Dein Traum wird wahr werden, denn ihr beide gehört einfach zusammen und seid von oben beschützt. Man wird euch zusammenführen, dann, wenn eure Zeit gekommen ist. Darauf solltest du dich jetzt freuen und im Vertrauen bleiben, denn es wird wirklich alles gut werden. Glückwunsch! Und natürlich geht es auch hier ein Stück weit um die Herzchakra, ja, dass das hier wirklich wieder ist, total verliebt in dich, also Liebe, Vertrauen, Hingabe und Vergebung. Dein Wunschpartner ist eure derzeitige Situation, der ist völlig überfordert, aber positiv wiederum. Einerseits möchte er gerne das nächste Schritt gehen, andererseits schaltet sich dann bei ihm immer wieder sein Kopf ein, der ihm sagt, wie beschwerlich dieser Weg ist und er sich gar nicht vorzumachen braucht, wenn am Ende alles gut werden würde. Er sieht nur die Blockaden und die Schwierigkeiten und wählt deshalb immer wieder den Stillstand und den Rückzug. Er ist für ihn alles viel zu schnell auf einmal. Oft denkt er auch, warum er sich in seine Naivität überhaupt auf dich eingelassen hat und ist dann sauer auf sich selbst, was er aber leider an dir auslässt. Ja, das ist jetzt so, seine Herzchakra ist blockiert. Natürlich kannst du auch eine Chakrenausgleich bei mir buchen. Das ist oft so, wenn ein Energiezentrum, eine Chakra blockiert ist in unserem Körper, sei es durch Gedanken, durch Umfeld, durch Umweltgifte, durch mangelnden Schlafstress etc., dann fließt diese Energie nicht und dann kommen wir auch aus unserem Körper, schon seelisch aus unserem Gleichgewicht heraus. Und natürlich mit einem Chakrenausgleich hat das auch einen nachhaltigen Verbesserung für dich oder natürlich auch für deinen Seelenpartner. Ich hoffe, das konntest du so für dich annehmen oder bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like. Und ich freue mich auch, wenn du vielleicht auch bei mir einen Termin buchst und dir das passende Angebot aber vorab in meinem Shop raussuchst und dir alles genau anschaust. Also nur noch ein paar wenige Tage Monatsangebot noch, dieses Gegenüberstellung noch mit deinem Seelenpartner oder Wunschpartner. Nur noch wenige Tage, also wie gesagt, in diesem Monat kannst du das noch buchen und ab dem Juli gibt es halt ein neues Monatsangebot. Ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Ich sende dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.